Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich nicht alleine, denn ich habe die liebe Jette bei mir. Hallo! Und wie ihr vielleicht wisst, komme ich aus Österreich und sie kommt aus Deutschland und wir beide haben einfach mal unsere besten Editing-Skills rausgeholt, um euch dieses Video hier zu bescheren. Wir reden heute in meinem Video über Fitness und Schönheitswahn. Genau, denn ich dachte mir, das passt vielleicht sehr gut zu meinem Kanal, da ich ja ziemlich auf Body Confidence bin und auch viel abgenommen habe und deswegen dieses Thema. Und wenn es euch interessiert und wenn ihr mehr, vielleicht mehr solcher Videos sehen wollt, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wir haben nämlich einen zweiten Teil zum Thema Selbstakzeptanz auf Jettes Kanal gedreht. Ich verlinke euch das in der Infobox und sonst würde ich sagen, wir fangen an. Yay! Der erste Punkt, den wir uns rausgesucht haben, wäre Instagram und allgemein dieses ganze Schönheitsideal, dieses absolut perfekte Bild, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Ziemlich viel, was man auf Instagram sieht, diese ganzen Accounts, wo man sich denkt, Goals und das ist so Goals und dies ist so Goals, sind meistens einfach komplett fake. Fake, ja. Ist so. Weil die retuschieren ihre Bilder, die machen ihre Taille wirklich so schön schmal und ja, ihren Po knackig und das ist einfach alles nicht die Realität. Also die Wahrheit wird retuschiert und das ist einfach schade. Ja, es gibt einfach viel zu viele Accounts, wo man sich es vielleicht überhaupt nicht denkt, die dann teilweise ihre Figur retuschieren oder vielleicht ihre Augen größer machen. Also so auch richtig abstruse Sachen. Warum so? Es Warum? Ist halt einfach ziemlich komisch. Würde ich jetzt auch nie machen. Also ich mache meistens immer nur einen Filter drauf, bearbeite vielleicht die Farben, aber ich benutze jetzt nicht Facetune, ich mache jetzt nicht meine Figur anders, weil das bin ja nicht ich, also das möchte ich auch gar nicht. Ja genau, also ich mache zum Beispiel auch immer, wenn ich Photoshop verwende, dann ist es meistens so für die Farben, für den Himmel, Kontrast und sowas. Und ich habe mir auch Facetune gekauft, aber ich verwende das eigentlich nur so, es gibt da so eine Funktion, damit kann man so die Details herausheben, also so, dass die Augen ein bisschen mehr glänzen. Aber so die Figur, was bringt mir das? Wisst ihr, wenn die Leute mich dann im echten Leben sehen und sich dann denken, wow, die ist aber ganz schön fett, was bringt mir das dann? Ja, ich finde aber das Problem ist, dass man jetzt auch in Musikvideos zum Beispiel sieht, dass die ganzen Figuren verändert werden. Das war jetzt bei Meghan Trainor zum Beispiel der Fall, habe ich mitbekommen. Und es ist halt, übt so einen krassen Druck auf Kinder aus und auf Teenager, weil die sind auch auf Instagram, die werden immer jünger und die suchen sich da ihre Schönheitsideale und das ist einfach komplett falsch, denen da was vorzugaukeln, weil es nicht die Realität ist. Ja, es ist wirklich, wirklich heftig. Vor allem, wenn man selber etwas unsicher mit seinem Körper ist und das war ich auch sehr, sehr lange, dann vergleicht man sich so extrem mit diesen Personen, man vergleicht sich mit etwas, was eigentlich gar nicht wirklich existiert. Ja. Und das ist wirklich das Schlimmste, was man seinem Selbstwertgefühl antun kann. Genau. Und gerade was ich mitbekomme, ist, dass so Magersucht ein Trend wird. Das habe ich ganz oft jetzt gesehen. Auf Tumblr ist das ganz schlimm, glaube ich. Dass so Leute stolz darauf sind, dass sie dünn sind, dass man ihre Knochen sieht. Und ich denke mir auch nur so ganz ehrlich, warum? Also warum ist man stolz drauf, dass man sich runterhungert bis auf die Knochen? Und das ist doch kein Lebensinhalt mehr, wenn man sein ganzes Leben darauf abstimmt, dünn zu sein. Also das macht einen nicht glücklich. Ja. Ganz ehrlich so. Vor allem, es gibt ja auch diesen Hashtag, diesen Pro-Anorexia oder so. Ja, genau. Ich finde das so heftig. Also wenn man den mal... Es läutet jemand an meiner Tür. Wieso? Ja, wenn ihr diesen Hashtag eingibt, dann seht ihr meistens einfach nur bis auf die Knochen runtergehungerte Mädels, die das wirklich toll finden, deren Schönheitsideal das ist. Es ist einfach wirklich erschreckend. Schrecklich. Es ist wirklich erschreckend. Und vor allem dann wird es gefährlich, weil sich, wenn Leute so stolz darauf sind, dann zum Beispiel Jüngere denken, okay, warum sind die das? Und dann wollen die herausfinden, warum die so dünn werden. Dann kommen die dann in diese Schiene rein und machen das vielleicht nach. Und das ist einfach gefährlich. Und solchen Trend bitte niemals als Vorbild nehmen. Ja. Das ist überhaupt nicht gut es für uns. Es ist allgemein so schlimm auf Social Media, dass einfach, man hat immer mehr Vorbilder. Die Leute werden, wie gesagt, immer jünger. Und suchen sich ihr Vorbild und wollen dann so werden. Und das ist denen dann meistens egal, auf welchem Weg. Deswegen finde ich es zum Beispiel auch ziemlich gut, also dass es jetzt diesen Fitness-Trend gibt, weil einfach viel mehr Leute sich bewusst mit Ernährung auseinandersetzen, bewusst mit Training und Sport auseinandersetzen. Ja. Und das ist wirklich eine tolle Sache, dass es von diesem extremen Hungertrend zum Fitness-Trend gegangen ist.
Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass man es dabei nicht übertreibt. Also, dass man trotzdem noch zu sich selbst stehen kann und dass man jetzt vielleicht seinen Körper mit seinem Körper bewusst ja umgehen lernt, aber dass man dann trotzdem dabei immer noch gesund bleibt. Und das ist halt extrem wichtig, dass ihr da nicht schaut, dass ihr in der schnellsten Zeit so viel wie möglich abnehmt, sondern dass ihr irgendwie das Ganze gesund angeht und euren Körper damit nicht irgendwie zwingt, ganz viel Fett zu verlieren, weil das bringt euch einfach nicht. Das kommt alles wieder, wenn ihr das so schnell macht. Und da muss man sich einfach auch echt mit auseinandersetzen. Und es ist echt richtig gut, dass es jetzt mehr vertreten wird. Das mag ich echt. Vor allem ist es einfach eine Lebenseinstellung. Das ist nicht so was, wo man sagt, ich ernähre mich jetzt 2 Wochen gesund. Und ich muss euch wirklich sagen, seitdem ich meine Ernährung komplett umgestellt habe, seitdem ich regelmäßig Sport mache, ich bin so viel mehr im Reinen mit mir selber. Ich bin viel zufriedener, glücklicher. Ich bin wirklich glücklicher, weil es einfach etwas ist, was mir Spaß macht. Ich ernähre mich gern gesund. Genau. Weil man fühlt sich einfach von innen heraus irgendwie frischer und sauberer, einfach besser. Voll. Kenne ich voll. Es ist einfach so toll, wenn das jetzt wirklich vertreten wird. Natürlich gibt es auch Leute, die übertreiben es total, die hauen sich dann in jedes Essen Eiweiß dazu und Proteinshakes, machen 3 Stunden am Tag Cardio oder sowas, das ist natürlich nicht gut für euren Körper. Wäre mir auch jetzt ein bisschen zu anstrengend. Ihr braucht Ruhephasen, ihr braucht wirklich nach einem Training jedes Mal eine Ruhephase. Und das ist einfach wichtig, bitte, wenn ihr mit Sport und allem anfangen wollt, das ist super, gesunde Ernährung, toll, aber einfach wirklich vorher informieren, dass ihr euch nicht verletzt oder was Schlechtes macht. Und was auch wichtig ist, wenn ihr euch Vorbilder sucht, gerade aus der Social-Media-Welt, diese Vorbilder sind nicht immer gesund und auch wenn die das vorgeben, das ist nicht immer so, dass die jetzt nur durch gesunde Ernährung so dünn sind und so sportlich, die helfen halt manchmal auch echt nach und sei das, ob das jetzt Retusche ist, ob das Bearbeitung ist oder ob das einfach nur ungesund und irgendwie hervorgezwungen ist, ist egal, weil wenn es fake ist, dann ist es halt fake und dann hilft euch das nichts mehr als Vorbild zu nehmen. Vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat eine andere Figur. Genau. Und es gibt einfach Leute, die sind von der Genetik aus ziemlich, ziemlich dünn. Ja. Es gibt Leute, die haben von der Genetik aus einen großen Po. Und es kann eben nicht jeder halt wie jemand anderer aussehen. Genau. Ihr sollt einfach versuchen, so die beste Version von euch selber zu sein. Und damit musste ich mich auch erstmal abfinden, weil ich bin ja etwas kurviger und halt etwas stärker. Ich werde nie so dünn sein. Und damit musste ich mich jetzt auch erstmal abfinden und ich bin wirklich zufrieden jetzt, wie es ist und ich will einfach die beste Version von mir selber sein. Ich habe mich immer gefragt, wieso kann ich nicht so dünn sein wie die oder wieso kann ich nicht, was weiß ich, so einen großen Po haben wie die. Popos kann man antrainieren. Popos kann man antrainieren. Aber so von dem Dünnheitsgrad, ich werde niemals so sein und das ist auch vollkommen okay so. Ja, und genau das führt uns nämlich auch zu dem Thema, was wir auf meinem Kanal gedreht haben, nämlich Selbstakzeptanz. Ja. Und ich glaube, das spielt auch genau dabei eine echt wichtige Rolle. Ja, auf jeden Fall. Okay. Also insgesamt die Tipps, die wir euch mitgeben können, vergleicht euch nicht mit anderen, steht einfach zu euch selbst, akzeptiert euren Körper so, wie er ist und nehmt euch falsche Schönheitstrends nicht irgendwie als Vorbild. Ja, bitte behaltet euch das im Kopf. Nicht alles, was ihr auf Social Media seht, ist real. So, das war's mit unserem Video zum Thema Fitnesswahn, Schönheitsideale. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wenn euch die Arbeit gefällt, die wir da reingesteckt haben, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Wir würden uns freuen. Yeah. Und schaut auf jeden Fall bei Jettes Video vorbei zum Thema. Genau, wir knüpfen jetzt an. Wir knüpfen an zum Thema Selbstakzeptanz. Also dann. Yep. Ciao!